Einen schönen guten Morgen. Ich bin hier am Traunsee. Leider ist die Bluetooth-Verbindung zu meinem Auto noch da und ich muss den Ton nachsprechen. Ich wollte euch eigentlich einen wunderschönen guten Morgen wünschen, euch mitteilen, dass heute die S-Klasse hier im Hintergrund zu einer Getriebeölspülung unterzogen wird. Und da möchte ich euch gerne mitnehmen, natürlich euch auch das wunderschöne Wetter hier zeigen, auch den schönen See mal kurz zeigen. Und jetzt fahren wir los, gehen in die Werkstatt und werden das Getriebeöl von diesem Auto wechseln. So, Schätzchen kommt jetzt in die Werkstatt. Damit werden wir dann hier richtig das Getriebe durchspülen. Hier seht ihr auch mal die AdBlue-Einspritzung, wie das bei dem Fahrzeug hier geregelt ist. Da haben wir schon den Wandler vor uns hier in dem Loch halt drin. Den ersten Adapter haben wir jetzt hier schon mal dran. Jetzt geht es noch an die zweite Seite. Ich möchte euch das bloß zeigen, dass ihr mal seht, wie das hier ausschaut. Und einfach gemütlich hier bei der Trennung den Flansch drauf. Und das muss natürlich richtig dicht sein und feste sein, weil da kommt wieder ein gescheiter Druck drauf und es darf euch natürlich dann hier nicht runterrutschen. Schön mit einer Schelle ordentlich befestigen, das ist ganz wichtig. Jawohl, und schon haben wir Vor- und Zulauf hergestellt. Na, ich denke, nach 240.000 Kilometer ist das auf jeden Fall okay, dem hier mal das Öl, neues Öl zu gönnen. Hier werden wir natürlich auch die Getriebeölwanne runternehmen und eine neue Dichtung und einen neuen Filter mit einsetzen. Jetzt den schönen Adapter drauf. Jetzt haben wir alles fix angeschlossen und jetzt können wir das an das Spülgerät dann anschließen. Bin jetzt vom Kollegen ins Auto verbannt worden. So, ich habe jetzt mal starten müssen. Da habt ihr mal von Liquimoli den Automatikgetriebereiniger. Den Zusatz, den tun wir immer mit rein. Und jetzt lassen wir das alte Getriebeöl bei laufendem Motor circa 15 Minuten laufen, dass der Reiniger überall hinkommt. Das ist mal ganz wichtig. Hier sieht man schon mal die alte Suppe, die da rauskommt. Und was in dieser Phase noch wichtig ist, dass man circa 2-3 Minuten, bevor man diesen Reiniger oder diese 15-minütige Phase, wo wir mit dem alten Öl und dem Reiniger zusammen diesen ganzen Durchlauf nochmal starten, eben auch die Gänge durchschalten, also rückwärts, vorwärts, komplett. Dass sich die Ventile aufmachen, dass der Reiniger überall hinkommt und dann werden wir erst mit der eigentlichen Getriebeölspülung bzw. altes Öl raus, neues Öl rein beginnen. Davor natürlich Getriebe aufmachen, Filter tauschen, alles schön mit Bremsenreiniger sauber machen, aber das seht ihr dann alles. Jetzt gehe ich auf D. 2-3 Sekunden. Ihr seht, ich bin auf D. N, jetzt bin ich auf neutral. Ich warte hier auf Anweisungen von unserem besten Mann hier. Also wieder P. Jetzt bin ich auf Parken. Wieder auf D. Wieder auf N. Also, jetzt gehen wir noch in den Rückwärtsgang rein, bleiben da noch ein paar Sekunden drin. Wieder N und wieder Rückwärtsgang. Und wieder P. So, und jetzt fertig. Ich bin jetzt wieder draußen aus der Hütte. Jetzt nehmen wir das Auto wieder hoch und werden erstmal am Getriebe unten den Deckel entfernen, das Getriebe abstützen, weil wir an den Getriebehalter dran müssen. Wenn ihr mal genau schaut, hier ist der Getriebehalter, den müssen wir wahrscheinlich entfernen, das Ganze von unten etwas abstützen, damit wir hier vorne alles wunderbar aufmachen können.
Und die beste Lösung natürlich, den Wandler auf Position zu kriegen, dass man hier an die Wandler-Ölablassschraube drankommt, ist mit dem Schraubenzieher den Wandler etwas zu drehen. Und irgendwann erscheint hier in dieser Revisionsluke eben die Ölablassschraube, die man dann öffnen kann. Jetzt seht ihr, hier ist die Ablassschraube. Deswegen die Kratzspuren am Wandler außen, aber das macht gar nichts. Und jetzt lassen wir das Öl ab. So, ich hoffe, ihr seht diese zwei ganz kleinen Löcher hier rechts und links. Und hier wird das Öl dann rauslaufen. Und am Schluss muss man das natürlich mit Bremsenreiniger sauber machen. So, jetzt geht es schon auf. Die geht auch recht gut auf. Die wird auch nachher wieder mit einem bestimmten Drehmoment. 20 Newtonmeter. So, Achtung, jetzt geht es gleich los. Ja, und jetzt läuft der ganze Käse schon aus, seht ihr? Und jetzt wird es gleich hier unten losgehen und eben hier rauskommen. Ihr seht, bei den zwei Lochhaltern vorne geht es auch schon los. Jetzt kommt es überall raus. Jetzt drehen wir es noch nach unten, dass das Loch unten ist. Und am Schluss drehen wir es natürlich wieder zurück, um die Schraube einzusetzen. Aber dadurch, dass das Loch jetzt unten ist, läuft es ein bisschen schneller und wir müssen nicht so lange warten. Und am Schluss werden wir das Ganze mit Zinkspray ein bisschen grundieren, ein bisschen abmildern, dass die Kratzspuren da nicht irgendwelche Schäden hervorrufen. Aber läuft ganz gut. Läuft wirklich ganz gut. Geht ordentlich. Und so eine Riesensauerei ist es gar nicht. Der neue Filter mitsamt der neuen Dichtung und natürlich auch ein paar neue Schräubchen, weil das sind Dehnschrauben und die gehören natürlich auch erneuert. Und hier seht ihr auch schon mal ein bisschen was von der alten Suppe. Das ist natürlich 240.000 Kilometer verbrauchte Getriebeöl. Schwarzbrühe. Hier machen wir jetzt schon mal den ersten Halter weg. Wir lösen jetzt auf jeden Fall mal hier drin die Schrauben am Getriebe und dann besteht eventuell die Möglichkeit, dass wir das Getriebe etwas anheben können, um somit besser diese Ölwanne zu demontieren. Hier noch eine Schraube und dann ist auf jeden Fall mal das Getriebe vom Getriebehalter getrennt. Hier haben wir schon unseren Ständer. Jetzt müssen wir eine Weile pumpen, bis die Stange da oben ist, zum Abstützen. Jetzt lassen wir das Auto noch mal runter, damit wir ein bisschen Spielraum haben. Gut. Und jetzt tun wir das direkt andrücken und schon heben wir das Getriebe ein bisschen an. Jawohl. Jetzt haben wir super Platz gefunden. Ihr seht auch da hinten die Edelstahlstange drückt jetzt das Getriebe ein bisschen nach oben. Wir haben hier zwischen Getriebehalter und dieser Ölwanne richtig schön Platz gewonnen und können die Schrauben dann richtig aufmachen. Und somit haben wir da nicht so viel Arbeit, hier diesen ganzen Getriebehalter auszubauen. So kann man sich da auf jeden Fall helfen. Und der Wandler ist jetzt eigentlich auch fast gut ausgelaufen. Den stellen wir jetzt zurück und bringen auch die Ablassschraube wieder an. So, das Loch haben wir wieder zurückgestellt. Schraube wieder rein mit dem neuen Dichtring. Jetzt zacki zacki und schon hat's geknackelt. So, jetzt schauen wir erstmal kurz, ob wir hinten ohne weiteres mit der Gelenkratsche drankommen. Aha, wunderbar. Für was sind alte Schraubenschlüssel noch da, ne? Das sollte man auf jeden Fall haben, so eine richtig schöne große Wanne. Weil wenn man das Ding da abnimmt, dann wird das eine Riesensauerei immer. So, Achtung, jetzt kommt die Wanne runter. Okay, und jetzt geht's ab, jawohl. Sehr schön, das sieht doch mal richtig gut aus. Hat doch gut geklappt. Sehr gute Arbeit. Jetzt lassen wir das noch auslaufen hier. Da haben wir noch gleich den Filter. Aber da sieht man mal schon, was für eine Brühe das ist. Ich bin ja auch mal gespannt, was mit den Magneten los ist, was da so hängt. Aber das Öl sieht schon nicht mehr nach Öl aus, das sieht so richtig nach Wasser aus. So, jetzt schauen wir mal. Ah ja, schau dir mal die Magnete an. Pfui Teufel, da ist richtig viel dran. Ich sehe das schon von hier. Pfui, pfui, pfui. Ah, guck dir das mal an. Schön sauber gemacht, noch ein bisschen ausreiben, den Magnet dann wieder richtig positionieren
Und dann haben wir den Deckel auch schon sauber. Hier das Magnetchen wieder hin. Jetzt sieht es alles richtig schmucke aus. Neue Dichtung. Ist auch selbsterklärend. Die braucht man nur draufstecken. Hier in dem Fall haben wir schon das grüne Überlaufrohr drin. Das brauchen wir nicht zu tauschen. Das haben wir auch nicht beschädigt. Von daher lassen wir es. Kurz vergleichen, ob die Ölfilter die gleichen sind. Das passt auch. Auch hier kurz ein bisschen mit Bremsenreiniger alles schön vom alten Siff befreien. Da braucht ihr also nicht sparen. Schön drauf mit dem Bremsenreiniger. Das soll immer schön sauber werden. Alles schön sauber machen. Das ist wichtig, damit die Dichtung nachher schön aufliegen kann. Genau, ein bisschen Gleitmittel wieder drauf, das schön reinrutscht. Und den neuen Filter, jawohl, drin ist er. Sehr schön. Jetzt kommt die Wanne wieder nach oben. Wird richtig befestigt. Auf der einen Seite schon mal. Auf der anderen Seite auch mal fixieren und dann ist die Wanne auf jeden Fall schon mal so weit dran, dass man die anderen Schrauben bequem anbringen kann. Jetzt wird das Ganze noch mit 10 Newtonmeter angezogen. Nochmal prüfen, sehr gut. Die Stützstange haben wir wieder draußen. Das Getriebe sitzt auch sauber drin, wieder in der Halterung. Dann verbinden wir das Getriebe wieder mit dem Halter. Jetzt tun wir das Ganze noch ein bisschen auswaschen, dann wieder ein bisschen versiegeln. Ihr seht, die Vorbereitung, bis man letztendlich mit der Getriebeölspülung beginnen kann, ist gar nicht so ohne. Das ist, also da muss man genau wissen, was man tut. Bin jetzt wieder in der Kiste und jetzt starten wir die eigentliche Getriebeölspülung. Hier kommt jetzt das neue Öl auf die eine Seite vom Spülgerät rein. Und da zieht sich dann das Auto eben das neue Öl und auf der anderen Seite haut das alte Öl dann raus. Wie viel Öl leerst du mal rein? 12? 10 Liter habe ich jetzt. 10 Liter? Okay. Jetzt starten. Okay. Also die Spülung hat soweit super geklappt. Es ist jetzt komplett durchgetauscht, bis ganz sauberes Öl wieder rausgekommen ist. Hier seht ihr nochmal die alte Suppe. Wir haben insgesamt 14 Liter neues Getriebeöl zur Spülung und zum Befüllen gebraucht. Ist immer gut, wenn man ein paar Liter mehr macht, weil ihr habt ja gesehen, in dem Abschnitt davor, dass hier dann richtig schön frisches Getriebeöl rausgekommen ist. Hier tun wir den Bügel wieder montieren. Es ist alles dicht. Auch die Verbindung hier ist wieder hergestellt. Es tropft nichts. Der Drehmomentwandler arbeitet auch wunderschön da drin. Von daher, hier unten sind wir auch fertig. Die Abdeckung wieder drauf hier. Von der Luke zum Drehmomentwandler. Und ihr seht auch an der Bodenabdeckung, dass hier eigentlich keine Flüssigkeiten bislang ausgetreten sind. Alles schön sauber. Das war schon richtig alte, verbrauchte Brühe, gell? Ja. Allerhöchste Zeit gewesen. Und final die Abdeckung wieder drauf. Und dann sind wir hier unten fertig. Ihr habt gesehen,
das war die Getriebeölspülung und Auto ist fertig. Ich werde jetzt mal eine gescheite Probefahrt machen, aber mehr gibt es nicht zu zeigen. Jetzt wart ihr einmal live dabei, wie bei so einer S-Klasse oder generell bei Mercedes, das ist eigentlich ziemlich ähnlich, ebenso eine richtige Getriebeölspülung gemacht wird. Ist in meinen Augen wesentlich besser wie nur ein Getriebeölwechsel. Und wenn ihr euch die richtige Werkstatt aussucht, dann kommt ihr hier mit 5, 6, 700 Euro davon und habt eine richtig gute Getriebeölspülung. Wie jetzt, sage ich mal, in der Fachwerkstätte, da 1300 oder 1700 Euro dafür zu bezahlen. Also, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat oder den Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das bitte. Lasst schon mal ein Like da und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ciao Papa, bis zum nächsten Mal. Und noch ganz kurz im Nachhinein als Update. Das Getriebe schaltet wieder butterweich, als wäre das Auto jetzt gerade vom Stapel gelaufen. Wunderbar, echt unglaublich, was so eine Getriebeölspülung nach 240.000 Kilometern bei so einem Fahrzeug ausmacht. Alle Achtung! Also, in diesem Sinne nochmal viel Spaß und bis zum nächsten Mal.